Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, Niantic hat angekündigt, den Jahreswechsel, die Weihnachtsevents, alles was noch kommen wird und ich habe extra gewartet, bis die Kollegen von Go Games wieder einen krassen Artikel rausgehauen haben. Oh, schnell mal weg, das muss ja jetzt nicht sein, bis die Kollegen von Go Games da wieder einen krassen Artikel rausgehauen haben und den wollen wir jetzt mal mit euch zusammen durchgehen, nochmal genauer drauf schauen, was kommt alles auf uns zu, ist das cool, kann man das mitnehmen, ist das uninteressant, was lohnt sich nicht, auf was können wir uns besonders freuen und was feiere ich an der ganzen Sache oder was feiere ich nicht? Es ist auf jeden Fall viel los und alles sehr brachial, was da wieder auf uns zukommt. Das sind so viele Daten, die habt ihr hier in der Übersicht auch schon. Dezember-Events im Überblick. Bis 31. Dezember wisst ihr ja, Zapdos noch als Durchbruch bei der Spezialforschung sozusagen. Ab 16. Dezember Überraschungseier, 17. bis 7. Januar. Viridium in Level 5 Raids, war klar, dass nach Terrakium dann der dritte Wächter kommt, der Bergwächter, sage ich mal. Ich weiß nicht, wozu das gehört, aber auf jeden Fall ist jetzt dieses Pflanzenkampf-Pokémon in 5er Raids zu finden ab 17. Digga! Der Hong hat wieder mit seiner Map irgendeinen 100er gefangen. 20. bis 23. Dezember dann Ho-Oh und Lugia Raid-Wochenende. 24. bis 1. Pokémon Go Feiertage. 28. Dezember Winterwochenende. Ihr seht, der Kanal ist so vollgepfropft. Natürlich zuerst also die Spezialforschung, eine wachsende Herausforderung. Ganz wichtig, habt ihr die schon abgeschlossen? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch Arktos geholt und habt ihr euch diesen Monat Zapdos geholt? Oder habt ihr gesagt, nee, Arktos will ich eh nicht. Ich warte und du gleich Anfang des Monats, Dezember, Zapdos abholen, dann seid ihr eh schon fertig. Oder hängt ihr immer noch mittendrin, habt Probleme, wo hakt es denn? Denn im Dezember gibt es nur noch Zapdos. Wenn ihr bis Januar wartet, kriegt ihr dann natürlich Lavados. Wer Lavados besser findet, kann sich auch Lavados holen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren würde, wenn ihr am 1. Dezember das Zapdos abgeholt hättet von der Arktos-Forschung, ob ihr dann trotzdem die Forschung für Dezember danach direkt trotzdem beginnen könnt und sozusagen ein zweites Zapdos bekommt oder ob das dann zählt. Ihr habt ja ein legendäres Krypto bekommen, also ist Schicht im Schacht, denn sonst könnte man sich über sowas ja auch zwei von derselben Sorte gönnen, anstatt jeden Monat das eine, was gerade da ist. Aber eigentlich müsste das sein, wenn ihr dann das abholt, habt ihr das und kriegt kein anderes, weil ihr habt es ja dann nicht geschafft, die erste abzuschließen. Also wieso solltet ihr dann doppelt belohnt werden, wenn ihr es in dem Zeitraum nicht schafft? Das erschließt sich mir noch nicht ganz, da habe ich auch noch nichts weiter drüber gefunden. Dann Überraschungseier wird es natürlich geben. In jedem 7. Ei sind sie mit dabei, ab dem 16. Dezember. Da steht natürlich noch nichts weiteres Bekanntes dabei. Was da jetzt drin sein soll, wir lassen uns überraschen. Im Endeffekt gibt es wieder nur 2 Kilometer Eier an jedem Stop. Nur 2 Kilometer Eier, damit ihr auch schön viele Brutmaschinen wieder kauft, ausgibt, benutzt. Ihr freut euch natürlich, dass alle 2 Meter ein Ei aufgeht und euer Geldbeutel, der freut sich natürlich auch. Nicht? Nee, Niantic freut sich, wenn der Geldbeutel pro Ei immer wieder abnimmt. Aber ist ja dann Weihnachtszeit, vielleicht bekommen ja da etliche ein bisschen Taschengeld zugeschoben oder sind großzügig und geben Niantic auch was vom Kuchen ab. Vom Geldkuchen, genau. Dann Viridium in Level 5 Raids, ganz klar. Viridium ist das letzte Pokémon im Trio der Ritter der Redlichkeit. Ah, die Ritter der Redlichkeit, nicht die Ritter des Rechts. Das war nämlich Chip und Chap. Typ Kampf und Typ Pflanze, aber natürlich im Gegensatz zu Terrakium deutlich weniger nützlich. Das war ja schon bei Cobalium eigentlich so, dass das unnütz war. Terrakium eigentlich das Beste, immer noch da aktuell, habe ich glaube ich als Bestes momentan ein 96er. Da würde ich auf jeden Fall eins hochziehen mit 15 Angriff. Erreicht ja glaube ich auch so 3700 WP. Sieht auch cool aus, die anderen sehen auf ihre Art und Weise auch gut aus. Das sieht sehr grazil aus, sagen wir mal. Aber ich mag es eher wuchtig und brutal, anstatt elegant und graziös. Dann haben wir natürlich das
Lugia und Ho-Oh Wochenende. Und viele sagen jetzt, was, schon wieder Lugia, die können das nicht mehr sehen. Leute, die noch nicht so lange spielen, freuen sich. Manche haben noch kein Lugia, noch kein Ho-Oh, oder sie haben das nur aus den Feldforschungsdurchbrüchen auf Level 15, haben so nochmal die Möglichkeit, eins mit guten IV zu bekommen und sicherlich auch als Shiny. Ho-Oh war meiner Meinung nach noch nicht so oft da, Lugia dagegen aber schon öfter. Ho-Oh, also trotzdem irgendwo ein bisschen seltener als Lugia. Habe ich natürlich beide als Shiny, legendäre, aber gegen ein Shiny Ho-Oh hätte ich nichts einzuwenden. Würde ich wahrscheinlich, wenn die da sind, weil die gleichzeitig auch mit diesem komischen Pflanzenkampf-Pokémon, wie hieß das nochmal, jetzt muss ich wieder zurück, weil die beide gleichzeitig auch mit Viridium da sind an dem Wochenende, würde ich gezielt dann, glaube ich, aber auf Ho-Oh gehen. Da Ho-Oh, ja, weiß ich nicht. Ich habe bisher noch kein einziges Lugia gemaxt, habe aber schon zwei Ho-Oh gemaxt, zwei 98er, benutze ich eigentlich nie. Aber von Lugia habe ich gefühlt 20 Shinies, von Ho-Oh habe ich gefühlt 2 Shinies. Also ganz klar, Ho-Oh-Raids machen. Das ist aber jedem selber überlassen. Schreibt ihr mal rein, was findet ihr am interessantesten, Lugia oder Ho-Oh? Oder geht ihr weiter auf den neuen Fünfer, weil die anderen schon ausgelutscht sind? Dann, was haben wir noch? Die Pokémon Go Feiertage. Endlich ist es soweit. Es wurde ja schon nach dem letzten Weihnachtsevent, kurz danach, beziehungsweise zum Neujahr dieses Jahr, es ist jetzt fast ein ganzes Jahr her, wurde im Code ja gefunden, dass Damia Blacks mit dieser Rudolf-Verkleidung, mit dem Glockenbändchen und das Pikachu, eben mit dieser Weihnachtsmütze, das sieht man ja hier auch genau. Da haben viele gesagt jetzt, oh, Weihnachten ist klar, da kommt doch wieder Pikachu mit Weihnachtsmütze, sonst was. In einer Gruppe habe ich auch einen gesehen, der hat gesagt, hoffentlich kommt Pikachu mit Weihnachtsmütze, da fehlt mir noch ein Shiny. Und das mit dieser Wollmütze, auch als Shiny, das wäre nice. Aber wie wollen die denn bitte schön beide spawnen lassen gleichzeitig? Das würde für totale Verwirrung sorgen. Deswegen habe ich gesagt, ganz klar, wenn das mit der Wollmütze kommt, das wäre richtig cool. Als Shiny natürlich auch richtig cool. Wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das Pikachu Shiny sein kann. Ist ja nicht immer von auszugehen. Es gab ja schon welche, die nicht als Shiny kamen. Erst dann beim zweiten, dritten Anlauf. Das wäre aber wenigstens was Neues, denn das Weihnachts-Pikachu, das war jetzt schon öfters da, auch mehrmals als Shiny verfügbar, und aktive Spieler sollten das schon in ihrer Sammlung besitzen und würden sich natürlich freuen, wenn jetzt wieder ein neues Mützen-Pikachu eingeführt wird. Also Weihnachts-Pikachu brauchen wir dieses Jahr nicht, nehmen wir lieber das Woll-Mützen-Pikachu mit und natürlich das Damiaplex mit Verkleidung, was wieder mal ein neues Pokémon mit Verkleidung ist, das den Beutel zumüllt. Und damit es euch richtig zumüllt, müsst ihr nämlich neben dem normalen auch das Shiny Damiaplex mit Verkleidung fangen. Das finde ich besonders cool, denn so braucht ihr nicht nur in eurer Sammlung ein 100er Damiaplex und ein Shiny Damiaplex, ihr braucht einen Damiaplex mit Verkleidung und ein Shiny mit Verkleidung. Das sind schon mindestens 4, außer ihr wollt auch noch ein 100er mit Verkleidung und ein 100er Shiny mit Verkleidung, dann habt ihr schon mindestens 6 Varianten, die ihr im Beutel aufheben könnt. Irgendwann dann noch als Krypto und noch als Erlöstes. Und ihr seht, da sind so viele Kombinationen möglich. Das finde ich aber genial. Das ist auf jeden Fall das Augenmerk, worauf ich mich konzentrieren werde. Wenn Pikachu mit der Mütze nicht als Shiny verfügbar ist, werde ich da 2, 3 mitnehmen und mich dann auf Damiaplex konzentrieren, da das eben nur im Event verfügbar ist mit dem Glockenband als Shiny. Nach dem Event natürlich weiterhin als Shiny verfügbar, aber nicht mit Glockenband. Das ist also das neue Hut-Pikachu-Shiny sozusagen. Gleichzeitig wird auch Schneebedeck eingeführt als Shiny, damit auch die Weiterentwicklung Rex Blizzard. Aber das ist ja nicht nur während dem Event da, das könnt ihr ja dann jederzeit bekommen. Schneebedeck trotzdem, sobald es ein bisschen winterlich ist und das Wetter mitpasst, mitmacht, eine Rolle spielt, ist das ja da. Ist auch interessant, natürlich als 2 neue Shinies, Damiaplex könnt ihr ja nicht entwickeln. Habt ihr aber öfter die Möglichkeit, das zu bekommen, als das Damiaplex. Deswegen konzentriert euch wirklich auf Damiaplex Shiny mit Verkleidung. Nach dem Event könnt ihr dann Damiaplex in Ruhe ohne Verkleidung als Shiny finden und Schneebedeck als Shiny finden, genauso wie Rex Blizzard. Aber auf jeden Fall 2 bzw. 3 neue Shinies, wenn man die Weiterentwicklung mit dazu zählt.
Dann wird es Botogel wieder geben. Habe ich auch gelesen von manchen, die haben noch gar kein Botogel. Und das gab es ja schon als Shiny, wird also, wenn es zurückkommt, sicherlich auch wieder als Shiny verfügbar sein. Einmal im Spiel ist das ja so. Wer da noch kein Shiny Botogel hat, kann sich darauf auch konzentrieren. Ich habe schon ein Shiny Botogel. Danke an Pupsi, die hat mir damals eins gefangen, rübergetauscht. Wie gesagt, ich bin so ein Lauch. Die meisten Shinies, die ich habe, sind alle ertauscht. Das interessiert mich eigentlich weniger, außer vielleicht ein 100er, aber ein 100er habe ich glaube ich auch schon. Ich könnte nur gucken, ob ich eins mit einem besseren Level finde. Also immer noch Damir Blacks, Schneebedeck in der Reihenfolge. Dann wird es auch neue Pokémon geben. Ihr seht hier einen kleinen schnaufenden, seufzenden Bären. Petsneef ist ein kleiner Eisbär vom Typ Eis mit einer großen Rotzblase an seiner Nase. Dieses Pokémon erscheint ab dem 24. Dezember in der Wildnis und das ist wirklich ultra süß. Ich glaube, wenn ich das habe, würde ich das sofort als Buddy nehmen und damit laufen. Das sieht nämlich knuffig aus. Da braucht man auch nicht mit Shinies angeben oder irgendwas. Einfach einen schniefenden Teddybären, der die Arme so vor sich hält. Das ist doch genial. Darauf freue ich mich auch besonders. Neue Pokémon. Was auch neu sein wird, ist das Frigometri, eine Schneeflogge, auch vom Typ Eis. Wird aber angeblich erstmal aus Gletscherlokmodulen kommen, ob das jetzt auch wild spawnt, weiß man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht. Angeblich erstmal nur aus dem Gletscherlokmodul. Also wenn ihr aus der Forschung noch ein Gletscherlokmodul habt, zündet das, guckt mal, ob ihr eins bekommt. Und vor allem kann man das weiterentwickeln, weiß ich jetzt nicht, sonst müsst ihr da auch noch Bonbons dazu farmen. Dann weitere Event-Details stehen auch da, die Startzeiten, das habt ihr ja dann alles dabei. Was sonst noch dabei ist, Pokémon wie Sneeble, Bodogil, Schnäppke, andere Pokémon vom Typ Eis erscheinen häufiger. Wer dann noch ein Shiny Sneeble braucht, ein Shiny Schnäppke, Alola Sandan, Alola Vulpix, Pichu mit Wintermütze erscheinen häufiger in 7 Kilometer Eiern. Also auch da die Alola Shinies. Könnt ihr natürlich vermehrt brüten, ob es Pichu dann mit der Mütze auch als Shiny gibt. Ist wieder so eine Sache, weiß man nicht, ich hoffe nicht. Obwohl irgendwann müssen sie ja sowieso alle als Shiny da sein, auch die ganzen Pichus. Raichu und Damir Blacks mit Kostüm in Raids, da weiß ich auf jeden Fall schon, was ich mit den kleinen Accounts wieder mache. Da werde ich das Damir Blacks raiden. Denn das Pflanzenkampf-Pokémon ist ja unnütz, braucht man nicht. Das hole ich mir mit dem Großen in der Hoffnung auf ein 100er. Damir Blacks werde ich als Shiny jagen, gerade in Raids auch mit dem Kleinen. Ansonsten mit dem Großen alles anklicken, was man sieht. Feldforschungen zum Event unter anderem mit Pikachu als Belohnung, Krypto-Botogel und weitere Pokémon in Team Go Rocket kämpfen, winterliche Avatarkleidung. Was da dazu kommt als Avatarkleidung ist auch interessant. Letztens gab es ja auch den Botogel-Pullover, die Botogel-Handschuhe, Füße, alles dabei. Der Fischi kennt sich da aus, der hat ja einen Botogel-Pullover in echt. Das haben wir ja in der letzten Raid-Folge gezeigt. Also bei dem Raid-Startertag, wie er da rumgerannt ist, seine Jacke auf und so einen Botogel-Pullover angehabt. Krypto-Pokémon, neue, sind auch interessant, wenn da die nächste Krypto-Welle kommt. Krypto-Botogel, auch cool. Müsst ihr nur eins machen, passt, vom Typ Eis. Gibt es eigentlich schon Typ Eis? Ist das überhaupt Typ Eis? Typ Weihnachten, genau. Da muss man gucken, dass man da auch eins findet. Die Auswahl wird ja immer größer. Dann habt ihr noch verschiedene Boni natürlich. Was richtig heftig ist, ihr könnt während des gesamten Events 40 Geschenke pro Tag öffnen, statt 20, 40 Stück. Das also richtig genial und bis zu 20 Geschenke im Beutel sammeln. Eine kostenlose Brutmaschine pro Tag gibt es auch noch dazu. Cool wäre es natürlich, wenn es jetzt wieder garantiert von jedem Pokestop ein Geschenk geben würde. Was nützen euch? Ihr könnt 20 Geschenke sammeln, dreht aber 50 Stops und habt dann gerade mal 5 Stück. Also, ich weiß nicht, sie können das doch wirklich dauerhaft einführen, dass ihr wirklich an jedem Stop, wo ihr dreht, ein Geschenk bekommt. Ihr könnt ja eh nur bis zu 100 Geschenke am Tag verteilen, sprich, ob ihr jetzt 8 Stunden spielt, um eure 100 Geschenke zu verteilen, oder ob ihr eine Stunde spielt, um die 100 Geschenke zu verteilen, ihr habt ja keinen Vorteil, dass ihr dann mehr verschicken könnt. Ihr könnt sowieso nur 100 verschicken. Also könnt ihr doch auch das garantieren, dass ihr an jedem Stop ein Geschenk bekommt und jeder theoretisch spielend einfach am Tag seine 100 Geschenke verteilen kann. Das fände ich noch richtig genial. Dann habt ihr hier natürlich noch am 25. doppelte Fangbonbons, doppelte Tauschbonbons, da freut sich der Ispo wieder. Am 26. und 27. doppelter Sternenstaub für das Fangen. 28. und 29. doppelte Erfahrungspunkte.
30. und 1. halbierte Eidistanz. Also da ist immer wieder was anderes dabei, für jeden was. Besonderes Winterwochenende am 28. zwischen 11 und 19 Uhr. Da halten Gletscherlokmodule ganze 2 Stunden an und Pokémon wie Lapras, Bodogeil, Petsniff werden in dieser Zeit besonders angelockt. Da könnt ihr euer Evoli zu Glaziola entwickeln, um die Attacke Zuflucht zu bekommen. Und da könnt ihr auch die Schneeflocke natürlich bekommen aus dem Gletschermodul. Hebt das euch also ein bisschen auf, wenn das normal eine halbe Stunde geht. Hier geht es 2 Stunden, da könnt ihr Bonbons farmen. Falls das doch eine Weiterentwicklung hat, hätte ich eigentlich mal googeln müssen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Joa, und Regi Eis kehrt an diesem Tag in die legendären Raids zurück. Wer also noch kein Schillerndes hat, kann sich da eins holen. Ich habe natürlich schon eins, normales Schillerndes und ein Lucky Schillerndes. Würde mich also nicht interessieren. Wenn da aber nichts weiter da ist, würde ich statt einem grünen Kampf-Pokémon mit Pflanze lieber noch ein Regi Eis machen, um noch ein paar Bonbons zu farmen und weil ich das Pokémon trotzdem cool finde. Zum Event erhalten alle Spieler bis zu 2 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe. Statt 5 an einem Raid-Tag gibt es eben 2. So könnte man an dem Tag dann also 3 Regieis machen, völlig kostenlos, was auch okay ist. Und ich werde mir natürlich alle Coins, die ich so krieg und verdiene, aufsparen, bis mal wieder was richtig Fettes, Brutales kommt, was man noch gar nicht hat. Fazit steht ja auch dabei. Wollen wir auch in eigener Sache nochmal sagen. Also ihr seht, das ist so prall vollgefüllt. Da kommt so viel auf uns zu. Petsniff, richtig genial. Da freue ich mich drauf. Auch auf das Schneebedeck als Shiny. Und natürlich Darmherplex, weil das ist wieder richtig auffällig. Sieht so komplett anders aus. Bei Rexblizzard freue ich mich schon, wie das aussieht. Ich hoffe, das sehe ich nicht vorher schon irgendwo. Will mich da immer überraschen lassen eigentlich, wie die Entwicklungen dann aussehen, wenn die als Shiny dann entwickelt werden. Und es wird einfach nicht langweilig, man findet keine Ruhe, keine Pause. Momentan ist immer noch das Entwicklungsevent, immer noch Shiny Burmy jagen, dann kommen schon wieder neue Shinies ins Spiel, dann gibt es neue Pokémon, es gibt neue Raid-Bosse, es ist so viel einfach. Danke Niantic, Niantic sagt Danke an uns, wir sagen Danke zurück. Das wird auf jeden Fall ultra fett. Wir gucken mal, was noch so alles geht, was wir euch da alles zeigen können. Und ja, ich wünsche euch einfach noch eine schöne restliche Woche. Heute kommt auch noch die Raid am Mittwoch-Folge. Keine Sorge, heute wieder voll den Kanal zugemüllt, dass die Leute wirklich überhaupt nicht mehr hinterherkommen mit gucken. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.